ein ganz normaler Tag im Friseur Schmitz Betrieb in der Altstadt. Oder vielleicht doch nicht? Es war eine Regennacht auf einsamer Prärie. Die Cowboys saßen dicht gedrängt. Heute gibt es gratis zum Haarschnitt Musik und eine Lesung. Der Künstler Sepp Oberpichler, Musiker und Buchautor. Auf seiner Lesetour präsentiert er sein neues Buch Galgen, Vögel liegen tiefer. Ein Westernroman, der in Duisburg spielt. Dazu spielt er passende Musik. Und das zwischen Haarpflegeprodukten und Waschbecken. Aber warum eigentlich? Ja, ich habe ja diese gigantische Haarpracht und da muss man natürlich das Thema Haare ganz besonders beachten. Und im Western ist das Thema Haare ja ein Riesenthema. Also das viele Lieder über Haare, mir fällt gerade keins ein, aber bestimmt gibt's das. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Bei der Altstadt-Tournee geht es neben der Buchpromotion auch darum, wieder Leben in die Altstadt zu bringen. Und dazu gehört auch der Friseursalon Schmitz auf der Klosterstraße. Inhaber und Friseurmeister Friedhelm Schmitz begrüßt die Maßnahme. Ich bin ja schon Ureinwohner hier der Altstadt und muss sagen, es ist eigentlich traurig so, dass das so weit runtergegangen ist. Aber man bemüht sich ja im Moment jetzt so ein bisschen da zu engagieren, dass es einfach besser werden soll. Aber wie gesagt, es sind natürlich auf der Münzstraße ein paar wesentliche Geschäfte, die fehlen und dann fehlen auch die Kunden dann. Der Friseurbetrieb mit insgesamt 4 Standorten kann dank treuer Stammkundschaft nicht klagen. Aber in einer schöneren Umgebung lässt es sich doch gleich besser arbeiten. Dass der Laden übrigens nicht rappelvoll ist, liegt sehr wahrscheinlich auch am guten Wetter. Also das Wetter ist natürlich immer ein Faktor, besonders in Duisburg. Ich wäre ja jetzt wahrscheinlich, wenn ich das hier nicht machen würde, auch irgendwie an der Sechsseenplatte. Ich bin ganz ehrlich. Ja, sollen wir jetzt vielleicht mal nach draußen gehen, das Ganze anschauen? Gesagt, getan, das lockt gleich auch neue Zuschauer an. Sepp Oberpichler beweist, Lesungen funktionieren nicht nur in, sondern auch vor einem Friseurgeschäft. Ihr seid ein sehr aufmerksames Publikum.